Hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu Einfach Schön Kosmetik und Lifestyle. Heute haben wir wieder was im Bereich Lifestyle. Und wer gewonnen hat, die tolle Amazon-Überraschungskiste, die wo ich letzt vorgestellt habe, das seht ihr im Laufe des Videos eingeblendet. Und dann wie immer ist auch die E-Mail-Adresse dabei, Adresse zu mir, Paket geht raus und fertig. So, ich war bei Action einkaufen. Action ist ja zumindest bei uns in der Gegend im Hunsrück ein relativ neuer Restpostenmarkt, der aber sich unterscheidet, so wie ich das finde, der ist sehr aufgeräumt, ordentlich, keine kaputten Sachen, versiffte Sachen, sowas gibt es da nicht. Alles, was die haben, ist sehr, sehr ordentlich. Ich war ganz erstaunt über die Preise. Also man könnte seine erste Wohnung komplett einrichten, mit Deko, mit Geschirr. Die haben tolles Geschirr, tolle Pfannen, Besteck und. Spielzeug haben sie, glaube ich, auch, haben wir gesehen. Viele Elektroartikel, Gartenartikel und. Also ich kann da mal wirklich nur empfehlen, mal reinzuschauen, weil wie gesagt, die Preise und ein paar Sachen stelle ich euch einfach mal vor. Unter anderem hier zum Beispiel die Duftkerzen sind so verpackt, kosten 1,57 und die sehen so aus. Ich habe die natürlich jetzt alle angebrannt, um zu gucken, wie die riechen. Also es ist eine gute Portion für den Preis. Die hier hat jetzt 3 Tage gebrannt und ist immer noch, ne? Die hier riecht jetzt zum Beispiel unwahrscheinlich frisch. Für in kleine Räume top geeignet. Große Räume schafft sie nicht. Da muss man schon wieder auf Markenartikel. Aber wie gesagt, was allein die Kerzen kosten, hat man nochmal ein Glas dabei. Also ist ganz nett. Habe ich in der Duftrichtung mir eine mitgenommen. Und halt nochmal in der Richtung, die ist ein bisschen, ja, orientalischer, würde ich sagen. Ne? Also kann man empfehlen, für den Preis auf alle Fälle. Aber wie gesagt, es duftet jetzt nicht da den Raum mega voll. Aber ich denke, das liegt am Preis. Wo das anders ist, ist hier bei den Duftsachets. Das sind Duftdrops. Kostet 99 Cent. Habe ich natürlich auch ausprobiert. Da sind 6 Stück drin, 5 oder 6. Moment, ich gucke nach in einem vollen Paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind da drin. Die sehen so aus. So. Riechen herrlich. Da ist so ein bisschen Waldduft. Das andere ist frische Brise. Und die macht man ja bekanntlicherweise dann in so ein Wärmegerät. Na? Und duftet herrlich. Auch wieder für normale Räume gut geeignet und für 99 Cent. Wir wissen all, was die woanders kosten. Finde ich das der Hammer. Gell? So, was habe ich mir noch geholt? Hier die Nadeln. Die brauche ich am Zimmer für meine Auftritte. Kann man da kennen? Ja. Die sind ja relativ teuer. Dieser 4er-Pack hat jetzt 69 Cent gekostet. Also billiger geht's nicht mehr. Was habe ich noch? Wimpern. Zum Klimpern. Guck mal, das ist eine gute Form. Sehen sehr vernünftig aus für den Preis. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was die kosten. Ich gucke schnell. Habe ich sie. Die kosten tatsächlich, das sind ja 3 Paar, 89 Cent. Also billiger geht's wirklich nicht. Ne? Kleber ist so ein Kleber dabei. Ich benutze aber nie den Kleber. Ist sogar ein Kleber dabei. Da ist er drin. Fühlen sich gut an für den Preis. Und wie gesagt, für mal so zwischendurch. Weil man hat doch so ein bisschen unterschiedliche Wimpern dann. Ne? Könnt ihr da kennen? Ja. Also für den Preis finde ich das auch wieder der Hammer. So, dann habe ich mir zweimal das Hydro Lip Mask gekauft. Das habe ich ja sogar im Laden. Gut, die Inhaltsstoffe. Da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ne? Habe ich im Laden auch
für 7,95 und die hier kosten, ich habe wieder vergessen, oh mein Gott, 49 Cent. So habe ich natürlich auch ausprobiert. Es ist jetzt der Mega-Brüller, was aber auch zu erwarten ist zu dem Preis, aber die Lippen sind enorm weich danach, sind gut versorgt. Also für 69 Cent, Kinder, kann man mal zwischendurch machen und mal selbst ausprobieren, ne? Was da so los ist. Ne? Ich habe da mir noch eine Heckenschere geholt für 14 Euro elektrisch mit einem kurzen und einem langen Teil. Die habe ich auf dem Campingplatz verwendet. Ging sehr gut, 14,95 mit Akku, Ladestation, alles. Auch so ein Hammer. Ne? Dann hatte ich mir noch so Solargarten, habe ich leider auf dem Camping, kann ich euch nicht zeigen. Die sind so groß, toll mit Glas. Macht natürlich nicht mega hell, ist ein Farbwechsler, kosten überall zwischen 3 und 8 Euro so, haben da gekostet 1,57 Euro, auch mega Hammer, fort direkt funktioniert, super, super, super. Was ich mir aber noch gekauft habe, das ist total witzig, es ist kein Solarium, nee, das ist eine Bluetooth-Box. Und mit einigen Einstellmöglichkeiten, ich kann das Licht wandern lassen, ich kann es auch ausmachen, ich kann nach der Musik und. Der Sound ist, würde ich sagen, wenn ich auf 100% von diesen teuren Boxen ausgehe, macht die hier mal vorneweg 60-70% Sound. Also guter Sound, guter Bass. Für den Preis kostet nämlich nur 16,49 und mir hat es so gut gefallen, weil es aussieht wie ein altes, kleines Kofferradio. Ne? Kann ich euch auch mal vorführen. Ich habe sie direkt mit dem Handy gefunden. Also auch die Bluetooth-Verbindung ist der Hammer. Weiterhin ist dabei Ladekabel natürlich. Oder auch, wenn man direkt anschließen will, wenn man kein Bluetooth hat, ist das Kabel auch dabei. So, könnt ihr mal hören jetzt. Jetzt habe ich die Musik so eingestellt. Ist doch ein witziger Gag, oder? Ja, da habt ihr jetzt übrigens einen Ausschnitt von meinem neuen Lied. Was heißt neu ist das ja nicht. Das gibt es mittlerweile in 3 Versionen. Das ist die neue Remix-Tanz-Version. Ich verlinke euch hier oben mal einfach das Video. Und könnt ihr euch mal anhören, wenn es euch interessiert, wenn nicht, dann nicht. So, jetzt grätsche ich hier mal in mein eigenes Video rein, weil ich eben was vergessen habe aufzunehmen. Und zwar habe ich auch noch gekauft bei Action diese wunderschöne, ich muss sie mal anmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie drüber kommt. Also im Dunkeln sieht es aus wie eine echte Kerze, weil hier dieses Plastikteil sich bewegt. Ne? So, da ist sogar ein Timer drin. Wenn ich den einschalte, bleibt das 6 Stunden an, geht aus. Der nächste Tag wieder um dieselbe Zeit 6 Stunden an, geht aus und so. Wunderbar, hält über 3 Wochen mit einer Batterieladung. Also da hat man richtig Spaß mit. Kostet bei Action nur 2,95 Euro, ist ja echt Wachs, ne? Also toll. Zum Vergleich, ne? Also die ist von Action. Die hier habe ich von einem Billigpostenmarkt auch für 5 Euro, auch nicht schlecht, aber hört das? Die klackert den ganzen Abend. Das macht einen irre. Ne? Also da ist die Technik scheinbar nicht so ausgereift. Die muss ich auch wieder ausmachen. Was damit super geht, man kann die wunderbar in den Schrank stellen, weil kann ja nichts abfackeln und dann hört man nicht. Ne? Zum Vergleich jetzt, das hier ist eine Originalkerze von Somtex und die ist natürlich, so, die sieht natürlich richtig toll aus.
weil das Licht ist heller und im Dunkeln nicht zu unterscheiden von einer echten. Aber die hat gekostet, ich weiß jetzt nicht, wie der Preis im Moment ist, 59 oder 79 sogar. Und wenn ich dann dagegen das hole, was auch toll aussieht, für 2,95 Euro, Kinder, kann man kaufen, hat man immer Spaß mit, gell? So, jetzt geht's wieder weiter mit dem normalen Video. So, wer gewonnen hat, seht ihr jetzt eingeblendet. Ich bedanke mich bei allen neuen Abonnenten. Komme mal gerade zu einem ganz anderen Thema, was mich jetzt schon seit einem Jahr vollkommen nervt und ärgert, ist nämlich YouTube. YouTube macht mittlerweile, was es will. Die haben ja die kleinen Abonnenten, ob die die absichtlich zerstören wollen oder keine Ahnung. Auf alle Fälle, es nervt. Es wird immer schwieriger, weil das mit der Glocke, das haben sie einfach so eingeführt. So, das führt jetzt dazu, wie mein letztes Video, letztes, wie das Video rauskam, hatte ich 1004 Abonnenten auf diesem Kanal hier. Dadurch, dass das natürlich wenige Abonnenten hat, wird das immer wieder zurückgestellt auf YouTube. So bekommt man natürlich keine neuen Abonnenten, das ist auch klar. Aber wir haben es ja über 1000 geschafft. So, jetzt, wenn man jetzt drauf guckt, im Moment habe ich dann wieder 50 Abonnenten weniger. Und keiner weiß warum. Und deabonnieren tun so viele Leute nicht von einem Tag zum nächsten. Außer man hätte gesagt, sie sind doof oder was auch immer, ne? Aber das sind zum Beispiel so Sachen, YouTube versucht immer die Leute jetzt wieder oder beziehungsweise Leute mich unter 1000 zu kriegen, dann brauchen sie den Kanal nicht zu monetarisieren. Also, ne, da wird dann Werbung, trotzdem müsst ihr die Werbung ertragen, aber keiner hat was davon. Das wird dann auf die großen YouTuber aufgeteilt, es sei ihnen gegönnt. Nur, wer hat YouTube groß gemacht? Das waren die Kleinen, nicht die Großen. So, und jetzt werden die Kleinen dafür abgestraft. Wenn man Kanäle hat, die monetarisiert sind, das heißt also Werbeeinnahmen kassiert man da, also Reich ist anders, aber man kriegt ein bisschen was dafür. Ich meine, kostet ja auch alles Geld und Zeit. Macht man ja gerne. Aber trotzdem, wenn man dann was zurückkriegt, davon ist das ja auch nett. Ne? Selbst da bei den Kanälen, da steht dann irgendwann, dieses Video kann nicht monetarisiert werden, weil das für Werbeträger nicht geeignet ist. Aus welchem Grund? Warum? Wieso? Keine Ahnung. Und wenn YouTube sowas macht, dann kündigen die das 4 Wochen vorher an, dann wird das einfach die Geschäftsbedingungen geändert und dann sind die fertig. Aber das machen ja mittlerweile auch viele große Versicherungen, Bausparkassen und. Jeder macht in Deutschland oder auch in Amerika, was er will. Die Kunden können darunter leiden, können ja aufhören damit, geht denen alle am Arsch vorbei. Leider Gottes hat YouTube mittlerweile so eine Macht, dass viele Leute davon leben. Die können natürlich nicht einfach sagen, wisst ihr was, dann hebt mich mal hin rum. Ne? Aber ich überlege mir das wirklich die ganze Zeit schon, ob ich mir den Ärger überhaupt antun soll. Weil, wie gesagt, wenn man ein System dahinter stehen wird, wo man weiß, okay, das darf man nicht, das darfst du, das ist das klar und verständlich. Aber die machen einfach, was sie wollen. Ob da ein Putzer ab und zu mal auf den Button drückt bei YouTube und sagt, ach, das Video gefällt mir nicht, das darf man nicht monetarisieren oder nach was, man kann es nicht rausfinden. Und das sind Geschäftsgebaren, die sind für mich, also ich habe da gar keine Worte zu. Ich würde sowas nie machen. Man muss klare Kanten und klare Sachen schaffen im Leben, damit jeder sich danach richten kann oder sich entscheiden kann. Ne? So, das mal dazu, weil YouTube ist dann nur immer Spaß, weil viele ärgern sich darüber. Ich spreche es mal wieder aus. Ne? So, was kann man dieses Mal gewinnen? Ich würde sagen, wir tun hier einfach mal was zusammenpacken. Was noch nicht angefangen ist natürlich. Ne? Ach, was ich noch ganz vergessen habe. Ich bin ja vollkommen... Ach, das schneide ich einfach rein. So, das,
Und das könnt ihr gewinnen. Einfach wie immer irgendeinen Kommentar unten drunter schreiben. Wer mich noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Vielleicht schaffen wir es wieder über 1000. Tatatata. Wenn YouTube nicht da wieder irgendwas Veto einlegt, was auch immer. Und dann geht das raus. Ne? Ja. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt dazu dumm rumgelallt. Und ja, mein Name war Bernd Manfred Brück. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.